Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Los, weiter! Auf sowas hier hätte Stern verzichtet. So, ich bin hier in irgendeinem Raum, oh, falls ihr mich sucht. Miller. Was haben die jetzt wohl mit uns vor? Soll ich einfach mal nach den Klischees gehen? Aber ich finde es schon dämlich, dass die uns überhaupt hier, man hier an Bord gegangen ist eigentlich, ne? Ich meine, nichts gegen eine gesunde Neugier, aber... Ja, weißt du, haust mir hier gerade das Klemmbrett aus der Hand, aber hier so ein Spind willst du aufmachen, da draußen, oder? Ach. Hallo, das ist ein Spot aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh, Scheiße! Krieg. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier sind echt wertvollere Dinge als was auch immer sich da in so einem Spind befinden kann. So, ich glaube, ich werde in die Richtung müssen. Würde mich aber zum ersten Mal da hier, da ist doch eine Notiz, ein Zettel. Ein Memorandum. Armeedivision, sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist er komischerweise immer, wenn er dient, wenn er den Frachtraum 3A hat. Antritt um 2, also ja, um 24 Uhr. Siehe Dienstplan. Und schon wieder? Fragezeichen. Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gern da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern, machen. Just get on it. Ah, okay, dann steckt sie sich dann wenigstens mal ein. Die guckt hier so verdächtig auf den Boden, aber... Osam! Jan braucht dich sie! Okay, ihr alle in den Raum. Davon ab, keiner hat den Raum irgendwie im Vorfeld mal den abgecheckt, ob da irgendwie was drin ist oder ein Weg nach draußen führt oder. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Was auch immer dieses Schiff ist, wir müssen herausfinden, wie wir hier schnell abhauen. Das ist wohl wahr. Der Captain hat recht. Gehen wir zurück zum Boot, verschwinden von hier und bleiben ab sofort für immer an Land. Was haltet ihr davon? Ich habe einen der Typen gesehen mit einem Teil vom Boot. Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Ohne sie ist die Duke of Milan nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden... Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen? Fliss,
wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Ja, im Vergleich zum Anfang, wo wir sie kennengelernt haben, ist sie mir jetzt immer sympathischer. Oh, hier ein Stuhl. Fass ihn an. Ach nee, die meinen hier die Informationen am Tisch. Zeitung. Und warum haben sie das Schiff verlassen? Das ist kaputt, ne? American Overseers. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros Gebirge im Irak verschwunden. Die Hotchen und der Trans letzten September in Königreich ein und nach eigener. Ja, sehr interessant. Irgendwelche Leute sind irgendwo irgendwie verschwunden. Ich würde sagen, hau mal dagegen, dann ist die Wand weg. Ein Tanktop hat er drauf. Du machst das schon. Ich guck mal hier weiter. Ein Bild. SS. Schiffsmaskottchen. Oh, wie süß. Was funktioniert so nicht. Derjenige, der Fräulein Riviera, Apartment, bla 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 bla. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub. Und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landung. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge. Ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Schon ein paar Jahre her, ne? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Dieser Typ, Miller, hatte wohl echt Angst. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir. Deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Konkrete Pläne, der Gute. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. In Liebe, Miller X. Ja, abschicken konnte er den Brief scheinbar nicht mehr. Was ist hier? Das ist sehr seltsam. Nein, das ist ein Brillengestell. Aber ohne Gläser, wohlgemerkt. Nichts ist, wie es scheint. Ja, mir geht jetzt gerade dieses Ding durch den Kopf, wie er das Buch aufmachte. Wir haben jetzt ja auch ein Buch gefunden. Obwohl das ja jetzt nicht irgendwie heißt, dass er da was drin versteckt haben muss. Was denkst du? Ich kriege ihn nicht auf. Hier drüben. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Ja.
der Weg raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Oh, ohne Spaß. So also, eine rostige Wand. Halt, halt! Vielleicht sollen wir die Tür verbarrikadieren. Nettchen, der Tisch, der wiegt mehr als du. Sackgasse. Oh, verdammt. Scheiße. Ich dachte, jetzt wäre ein Jumpscare und wollte sofort reagieren. So ein Reflex drücken. Ich hoffe, dass das nicht sofort heißt, genau wie vorhin eventuell hier der Bruder da, dass das sofort Verlust bedeutet. Und Mädchen, beweg dich mal nicht zu weit von mir weg. Vielleicht hat das alle von hier vertrieben. Na klar, nach über 50 Jahren ist das auch noch alles so schön saftig. Eingreifen will er auch nicht. Man weiß nicht so recht, wie beziehungsweise inwiefern solche Sachen hier hilfreich sind. Hier, er sagt wieder, hier ist was. Ja, toll, da liegt eine Hose oder so drin, aber da muss ich da erst irgendwo in eine Ecke leuchten. Da geht ja auch nicht. Mysteriös. Hier, wie heißt du noch, Verlobte? Es ist echt seltsam, dass alle einfach weg sind. Als wären die alle mittendrin weggeschnappt worden, was sie auch gerade taten. Das ist nicht möglich, oder? Genau. Also mit dem Gespräch abbiegt. Plan vom Lagerbereich. Was? Da sollte das eigentlich jetzt wieder nur so ganz normal in Gänsefüßchen erschrecken. Fällt mir erstmal wieder auf, ne? Man sieht hier wieder überall diesen Nebel auf dem Boden. Ob Conrad es geschafft hat? Er kann echt einfallsreich sein, wenn er sich anstrengt. Was soll das denn jetzt heißen? Tja, dann gut.
Conrad hat's geschafft. Oh, toll. War so, als wenn hier gerade einer am Klo wäre und er hat die Tür nicht zugemacht und er hat auch nicht hier abgezogen. der war gut. Ach noch, nicht schon wieder so einen unwichtigen, langen Text. Vorlesen ist immer doof hier. Liebe Alice, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer, aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil hier, drehen wirklich alle langsam durch. Sie löschen diesen Teil. Er meinte das jetzt im Prinzip auf die Zensur des Briefes oder auf die Ladung löschen. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert XX. Scheiße, und jetzt? Robert XX. Ja, hier. Und außerdem, ne, wer auch immer da gerade gesessen hat, der hat sich auch nicht die Hände gewaschen. Das ist ja eklig. Was haben Sie wohl mit Fliss gemacht? Wer weiß, bei den Arschlöchern? Sie ist ein zähes Ding. Ja, das könnte ihr noch mehr Ärger einbrocken. Ja, vielleicht. Ich hoffe, sie bleibt cool. Ja, ich würde das blöd finden, wenn die jetzt dadurch draufgegangen wäre. Großes Boot, großer Motor. Weise Worte. Was ist das denn hier? Maschinenraum. Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Wir brauchen die Verteilerkappe wieder, wenn wir hier raus wollen. Ich sehe irgendwie noch nicht so recht, wie das passieren soll. Na schön. Und wieder ein Buch. Ich kann nicht erkennen, was da vorne da ist. Okay, 19. Juni. Habe in Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufwiesen. Ich habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Captain geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastungen können leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinnwhisker-Bildung, was ist das denn? Zinnwhisker? An mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whisker-Bildung verlangsamen. Grübel, Grübel, Whisker? Ja, das ist viele Jahre her. Meinst du, Brad ist noch auf der Duke? Keine Ahnung. Ich dreh noch durch, wenn ich nicht erfahre, was mit ihm ist.
Ich hoffe, er ist okay. Aber... wir müssen positiv denken. Ich glaube, dieses steht hier mich im Weg rum. Geh weg. Ich glaube nämlich, bevor ich jetzt hier durch die Tür einfach weitergehe und abhaue, wo ich hergekommen bin, hätte ich noch die Möglichkeit gehabt, auch woanders hinzugehen. Und ich will natürlich alle Bereiche absuchen. Wir brauchen ja hier Hinweise. Hinweise. Hast du das? Ja. Da unten bewegt sich irgendwas. Was denn? Will ich lieber gar nicht wissen. Okay, es geht hier scheinbar doch nicht weiter. Wir müssen weiter. Nein, ich verkaufe das alles nicht mehr. Julia. Nein, 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 das nicht. Ich schaff das nicht. Julia, beruhige dich doch. Gehen wir. Na komm. Ja, ja, komm. Also immer dieses Rumgenöle, wenn man sich nur mal eben schnell hier so ein bisschen umgucken will. Nur weil man eben hier von Piraten entführt wurde, der Bruder vermutlich tot ist, wie auf einem Geisterschiff sind. Ja, und schon werden sie alle hysterisch. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Das wird sein. Knubbel. Ach ne, hier so ein Vogelschädel. Makaber. Voodoo. Ja, hätte ich nicht damit gerechnet, hätte ich mich erschrocken. Reiß dich zusammen. Ich fasse es nochmal an. Vielleicht noch irgendwo spinnt der uns. Ah, mehr Buch. Ja, wobei ganz ehrlich, bevor ich jetzt auch das Buch anfasse, ne? Was erhofft man sich da drin jetzt für Informationen zu finden? Also die Leute, die, wie hier der Captain da irgendwie, der Sergeant, keine Ahnung, was das für einer war, der ist hier panisch rumgelaufen und war am Schießen und ich denke mal, er wird genauso tot sein wie alle anderen, die wir da gefunden hatten. Und hier wird keiner am Boot gewesen sein, der überhaupt lange genug Zeit hatte, irgendwelche Notizen zu schreiben, dass irgendwas Merkwürdiges hier vor sich geht. Also alleine schon die mit dem Laderaum finde ich ein bisschen komisch. Weil wir haben ja gesehen, dass da ist ja erst was passiert, als der Blitz eingeschlagen ist, ne? Irgendwie. Schön. Donnerstag, der 12. Kein Jahr. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das Ganze schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat und der hat mir erzählt, dass, was er eingeladen hatte, es sehr gewaren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war auch so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Paris behauptet, einer der Jungen hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen... sieh uns heute Nacht an.
Und ja, das ist immer sehr spontan, wenn ich mich dann versuche zu entscheiden, sowas vorzulesen und ein bisschen. Ja, aber alles in allem immer scheiße. Ich mag so ein Vorgelese nicht. Ja, irgend so einen drittklassigen Synchronsprecher hätte gereicht. Ja, komm, hier, lese mal die Briefe vor. Leichtes Echo rein, fertig. Ein Bild. Moment, da will ich noch mal. Ja, im Kapitel Entkommen gefunden. Und da sehen wir, wir werden. Ich würde sagen, habe ich schon irgendwas übersehen? Jedenfalls scheint da noch ein bisschen was zu kommen. Oder schon gewesen zu sein. Tür. Also diese Perspektiven und dieses Gucke dann die ganze Zeit, ne, das ist echt der Hammer. Warum sollte er das tun, wenn er jetzt seit einer Stunde schon mit sich rumschleppt? Wenn das Ding weg wäre, er würde ja selber nicht mehr wegkommen. Können wir sie uns schnappen? Wir müssen sie holen. Quelqu'un? Das ist keine gute Idee, was? Okay. Qui est là? Je vous ai entendu. Ah, sie lebt. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Wir folgen ihm, nicht aus den Augen lassen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Ich mach das.